Hallo und herzlich willkommen zum Mastery Video. In diesem Video geht es um die Konstruktion von einem Quader, also einem vierseitigen Prisma. Bitte richte dir ein Blatt Papier, ein Geodreieck, einen Bleistift und einen Radiergummi her, bevor du dir das Video weiter anschaust. Wie kann man ein dreidimensionales Objekt auf einer zweidimensionalen Fläche darstellen? Im unteren Bild siehst du einen Würfel. Dieser kann auch anhand von einer Skizze, wie in Abbildung rechts, dargestellt werden. Du siehst die Deckfläche des Würfels und die beiden Seitenflächen und die vorderen Kanten. Alle anderen Seitenflächen und Kanten sind nicht sichtbar. Es gibt verschiedene Ansichten. Je nachdem, von welcher Seite das Prisma gesehen wird, sind bestimmte Kanten sichtbar bzw. unsichtbar. Sichtbare Kanten werden durchgehend gezeichnet und unsichtbare Kanten zeichnet man strichliert ein. Zuerst zur Obersicht. Du kannst dich bei dem Prisma an der Fläche AB FE orientieren. Eine Möglichkeit ist, das Prisma von der linken Seite anzuschauen. Dann ist es eine Obersicht von links. Wenn du es dir aber von rechts anschaust, hast du eine Obersicht von rechts. Weiters gibt es noch eine Untersicht. Bei der Untersicht betrachtest du das Prisma von unten. Und wiederum einmal von der linken Seite und einmal von der rechten Seite. Bevor wir gemeinsam Schritt für Schritt eine Quader zeichnen werden, erkläre ich dir noch kurz den Schrägriss, den man zum Konstruieren von dreidimensionalen Objekten braucht. Im Schrägriss wird das vordere Rechteck AB FE und das hintere Rechteck DC GH mit echten Maßen gezeichnet, die wir gegeben haben. Du siehst, dass die Seitenkante B schräg nach hinten verläuft. Den Winkel, in dem die Kante schräg nach hinten verläuft, heißt Verzerrungswinkel Alpha. Er ist meist 45 Grad. Die Länge von schräg nach hinten verlaufenden Kanten wird verkürzt. Meist wird die Kante nur halb so lange gezeichnet, wie sie in Wirklichkeit ist. Das bedeutet, dass die Länge B mit 0,5 multipliziert wird. Wir drücken dies so aus. Der Verzerrungsfaktor V ist 0,5. Unsere Angaben für den Quader sind A gleich 6 cm, B gleich 8 cm, H gleich 4 cm, Alpha gleich 45 Grad und der Verzerrungsfaktor mit 0,5. Ich werde nun den Quader Schritt für Schritt zeichnen und dich bitten, die einzelnen Schritte mitzumachen. Bei jedem Schritt erkläre ich kurz, was ich dann zeichne. Und danach pausiere das Video, damit du selber nachzeichnen kannst. Erster Schritt. Wir zeichnen zuerst das Rechteck DCGH mit A gleich 6 cm und einer Höhe von 4 cm. Alle Kanten, die nicht sichtbar sind, zeichnen wir gleich strichliert ein. Und die linke und die obere Kante sind sichtbar. Nun zeichne ich den ersten Schritt vor. Ich beginne mit der Seite H, die 4 cm lang ist. Diese Seite ist sichtbar.
Dann zeichne ich die Seite A ein, mit einer Länge von 6 cm. Auch diese Seite ist sichtbar. Nun zeichne ich das Rechteck noch fertig. Die beiden anderen Seiten zeichne ich aber nur strichliert ein, da sie nicht sichtbar sind. Zweiter Schritt. Wir wollen nun unsere verzerrte Kante B zeichnen und dazu multiplizieren wir B mit dem Verzerrungsfaktor. Also in unserem Fall rechnen wir 8 mal 0,5 gleich 4. Die Seite B wird also statt 8 cm nur 4 cm lang gezeichnet. Wir zeichnen die verzerrte Kante B im 45-Grad-Winkel auf die Seite HG und auch auf die Seite DC je zweimal von den jeweiligen Ecken des Rechtecks weg mit 4 cm in der Länge ein. Die Kanten der Deckfläche sind sichtbar und die Kante links unten auch. Die Kante rechts unten ist nicht sichtbar, als wird sie wieder strichliert eingezeichnet. Nun zeichne ich den zweiten Schritt vor. Ich lege das Geodreieck an die Seite HG an und zeichne im 45-Grad-Winkel die Seite B mit einer Länge von 4 cm ein. Diese Seite ist sichtbar. Nun lege ich nochmal das Geodreieck auf die Seite HG an und zeichne B im 45-Grad-Winkel wiederum ein. Auch diese Seite ist sichtbar. Nun lege ich das Geodreieck auf die Seite DC an und zeichne wiederum im 45-Grad-Winkel vom Punkt C aus die Seite B ein, aber strichliert, da die Seite B hier nicht sichtbar ist. Nun lege ich noch ein letztes Mal das Geodreieck an die Seite DC an und zeichne vom Punkt D weg im 45-Grad-Winkel die Seite B ein. Im dritten Schritt zeichnen wir nun das Rechteck ABFE. Alle Kanten des Rechtecks sind sichtbar. Im dritten Schritt verbinde ich zuerst die Punkte EA miteinander, dann die Punkte EF miteinander. Dann die Punkte FB und nun noch die Punkte A und B. Der vierte Schritt. Nun beschriften wir noch unseren Quader. Zuerst beschriften wir die Grundfläche gegen den Uhrzeigersinn und beginnen mit dem Punkt A. Links vorne unten. Dann Punkt B, C und D. Punkt E liegt oberhalb von Punkt A. Dann fehlen nur noch Punkt F, G, H. Nun zum fünften und letzten Schritt. Die Seitenkanten des Quaders müssen noch beschriftet werden. Diese werden mit Kleinbuchstaben beschriftet, also A, B und H, wie in der Abbildung. Danke fürs Zuschauen.
und fürs Mitmachen beim Konstruieren. Schön, dass du dir diesen Videolernzyklus angeschaut hast und ich hoffe, dass ich dir die Inhalte dieses Themas gut näher bringen konnte.